Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaftsfenster MV. Schön, dass Sie sich die Zeit für unser MacPom-weites Magazin nehmen. Es geht natürlich wieder um die Einsatzmöglichkeiten von Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Ja, der ein oder andere kennt dieses Gebäude hier hinter mir. Dabei handelt es sich um das Finanzamt in Rostock-Lichtenhagen. Dazu später in unserem Beitrag. Unsere Kolleginnen und Kollegen waren also in Rostock, aber auch in Neustrelitz und in Schwerin unterwegs. Beginnen wollen wir mit dem Rostocker Beitrag. Das Gebäude hier hinter mir, das Haus B, war nämlich mal ein Internat. Mit der Zeit wurde es aber umfunktioniert in ein wichtiges Bürogebäude des Finanzamtes in Rostock-Lichtenhagen. Es musste aber, weil es schon sehr alt ist, dringend saniert werden. Wir haben einmal genauer hingeschaut. Im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen befindet sich ein Gebäudekomplex mit langer, unterschiedlicher Historie. Das Haus B wurde seinerzeit als neungeschossiges Internatsgebäude erbaut. Heute handelt es sich um ein Hochhaus mit Büronutzung für das Finanzamt Rostock und die Finanzkasse als Teil eines Gebäudeensembles aus den 1970er Jahren. Auf dem Grundstück befinden sich darüber hinaus das Haus A als weiteres dreigeschossiges Bürogebäude des Finanzamtes, das Haus C als viergeschossiges Zentralarchiv und ein derzeit ungenutzter ehemaliger Kantinenbau. Die Gebäudeteile sind miteinander verbunden. Ja, in dem Behindertenzentrum in der Möllner Straße 13 in Rostock finden die Polizei, ein Polizeistandort in Rostock und das Finanzamt Rostock ihre Heimat. Da die Gebäude mit nunmehr 50 Jahren in eben diese gekommen sind, wurden nach und nach die Gebäude saniert. So auch aktuell das Haus B. Mit der Sanierung erhalten die Fassaden Verbundfenster aus Aluminium im Wechsel mit Paneelen aus Glas. Am Südgiebel wird ein brandschutztechnisch erforderlicher Aufzug für die Feuerwehr außen mit einem Stahlbetonschacht ergänzt und an das bestehende Stahltreppenhaus angebunden. Die innere Gebäudestruktur ist als klassischer Zweibund mit langen Fluren und einem Treppenhaus in Gebäudemitte angelegt. Hier befinden sich auch die Aufzüge sowie Sanitärbereiche. Hier ist seit 23 Jahren nicht viel passiert an der Fassade und die muss energetisch ertüchtigt werden. Das heißt, in den heutigen Zeit abgeholt werden. Wir haben hier ein Hochhaus, was mit Wärmedämmung, wir haben heute ein ziemlich orkanartiges Wetter zu befürchten und da sind wir gut gewappnet, genau, dank der europäischen Förderung. Mit einer EU-Förderung wird diese Fassade nun saniert. Die gesamten Baukosten liegen hier bei 12 Millionen Euro. Rund 6 Millionen kommen aus der EU vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Die Fördermittel sind elementar für solche Baumaßnahmen, denn in unserem Bundesland ist es sehr wichtig, die Förderung aus Europa genauso wie Bundes- und Landesmittel zu unterstützen, damit solche Vorhaben auch gut umgesetzt werden. Die Gebäudestruktur, die Art der Nutzung, der Raumbedarf und die Belegung bleiben nach der Sanierung unverändert. Schauen wir einmal nach Neustrelitz. Hier gibt es eine super moderne Schulsportanlage. Schüler können so richtig zeigen, was sie drauf haben. Die Anlage sah allerdings nicht immer so toll aus. Noch vor ein paar Jahren war es nur ein oller Sandplatz mit kaputten Sportgeräten. Dank Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung hat sich das gewaltig geändert. Neue 250 Meter Rundbahnen, mehrere Sprintstrecken, Schlagwurf- und Weitsprungbahnen. Alles das, was man braucht, um beim Sportunterricht die besten Leistungen zu zeigen. Es ist die wohl modernste Schulsportanlage in Neustrelitz und sie hat bereits zu einigen persönlichen Rekorden geführt, weiß Schulleiterin Betty Hirschfeld zu berichten. Also der Rahmenlehrplan kann jetzt natürlich durchaus erfüllt werden und auch die Schüler bringen wesentlich bessere Leistungen als auf der alten Anlage. Also alleine die Weitsprunganlage ist wunderbar und die Schüler bringen wesentlich bessere Leistungen beim Sprint. Ich habe da auch nochmal nachgefragt bei der Sportlehrerin, die das auch so nochmal unterstützt hat.
Noch Anfang 2020 musste die Neustrelitzer Grundschule Sandberg im Sportunterricht mit einem Sandplatz Vorlieb nehmen. Die alte Sportanlage war von modernen Standards weit entfernt. Von intakten Sportgeräten konnte keine Rede sein. Ja, der ursprüngliche Sportplatz gehörte ja gar nicht zu dieser Schule, sondern zu einer anderen Schule, die dann abgerissen wurde. Und der Platz, der übrig blieb, der entsprach einfach nicht mehr den, ja, ich sag mal, den Ansprüchen, die man an eine moderne Schulsportanlage hat. Und ja, es war letztendlich auch nur noch ein Schotterplatz. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir jetzt eine moderne Anlage haben. Im Sommer 2020 begannen die Bauarbeiten zur Errichtung einer neuen Sportanlage. Unterstützung erhielt die Stadt Neustrelitz bei der Finanzierung des Projektes durch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Geplant und gebaut wurde in enger Abstimmung mit der Grundschule. Es gab damals bei der Planung Gespräche mit der ehemaligen Schulleitung und auch die Sportlehrerin wurde mit involviert und durfte Wünsche äußern. Aber natürlich ist das alles immer nur im Rahmen der Möglichkeiten dann auch zu berücksichtigen. Aktuell profitieren 210 Grundschüler und Hortbesucher von den neuen Gegebenheiten. Durch die moderne Anlage wurden auch ganz neue Nachmittagsangebote für die Hortbesucher möglich. Also durchaus positiv und auch bis heute. Ich sag mal, diese Anlage hat natürlich auch eine Strahlkraft, ne? Und so eine moderne Anlage gehört zu einer modernen Schule. Und das ist natürlich für unser Image auch heute noch wunderbar und großartig zu nutzen. Die neue Sportstätte und die aus ihr resultierenden Möglichkeiten verzeichnen bis heute eine positive Wirkung auf die Schülerzahlen. Seit Fertigstellung der neuen Anlage konnte sich die Grundschule Sandberg in den vergangenen Jahren über steigende Anfragen und Schulanmeldungen freuen. Kommen wir zu noch einem sehr bedeutenden Projekt. In Schwerin war im vergangenen Jahr sogar der Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast, als die Geothermieanlage in Betrieb genommen wurde. Ende des Jahres gab es aber Probleme. Diese wurden aber schnell beseitigt, sodass die Anlage wieder in Betrieb genommen werden kann. Das bedeutet, viele Haushalte können mit Wärme versorgt werden. Am 28. April 2023 feierten die Stadtwerke Schwerin gemeinsam mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Bundeskanzler Olaf Scholz die Inbetriebnahme der Geothermieanlage. Gemeinsam setzten sie die Tiefpumpe zur Förderung der warmen Sohle per Buzzerdruck in Gang. Nun verzögerte sich Ende letzten Jahres das Projekt. Schwebeteilchen befanden sich in der Sohle, sodass die Anlage nicht funktionieren konnte. Um das Problem zu beheben, wurde am 20. Dezember 2023 ein neuer Filter in das Geothermiesystem eingefügt. Wir wollen einen zusätzlichen Filter in die Anlage einbauen, um die Sandfrachten, die wir momentan gehoben haben, abscheiden zu können, um die klare Sohle dann auch in der Injektionsbohrung wieder einführen oder verpressen lassen zu können. Die Geothermieanlage wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt. Die neuen Filter werden mit den Rohren zusammengeschweißt. Die alten Filter bleiben im System erhalten. Wir brauchen einen kontinuierlichen Prozess und das ist mit den Filtern, die wir momentan in der Anlage zu stehen haben, nicht zu gewährleisten. Der Filter, den wir haben, kann kontinuierlich die Sandfrachten abscheiden und die anderen sind natürlich zur Sicherheit da drin. Die Stadtwerke möchten den neuen Filter bald anschließen, sodass Anfang 2024 die Anlage in Betrieb gehen kann. Diese soll zukünftig durch Erdwärme 2000 Haushalte in Schwerin versorgen sowie ins Fernwärmenetz eingefügt werden. Liebe Zuschauer, das waren unsere drei Beiträge aus unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.